Super Teleport. Direkt an dieselbe Stelle wie vorher. Wo ist eine Satyr? Hier waren auch recht viele Fledermäuse, aber keine Dingens. Keine Schriftrollen. Na gut, machen wir mal einen kleinen Ausflug. Machen die Karte nicht auf, wir wuseln einfach so durch die Gegend und gucken, ob wir irgendwo noch Tier finden. So, was war da rechts? War es ein Bossraum? Sieht recht groß aus. Oh, wir können mal die Challenge probieren, wo wir gerade hier in der Ecke sind. So, wir hätten gerne Fröschli und Fröschli soll weg, damit wir kein Haustier mehr haben. Und jetzt war es einfach nur eine Minute lang nicht getroffen werden. Da trinke ich doch mal einen Geschwindigkeitstrank. Flop. Yay. Gucken, wie lange die Tränke halten. Wow. Das war nicht fair. Ja. Lalala. Schnell. Wow. Wow. Das ist echt übel. Aber 35 Sekunden gleich? Okay. Sollte nur nicht auf die Zeit achten. Ich sollte einfach ausweichen. Eigentlich sollte ich auch aufhören. Nein! Okay, ich darf wirklich nicht von den Säulen zu nah an die Säulen zurückkommen. Trank ist weg. Oh. Oh. Aber ich. Ah. Ich wollte gerade sagen, hier mittig stehen ist eigentlich ganz gut, dann sieht man sie eher kommen. Wow. Oder auch nicht. Na gut, ein paar Mal kann ich es noch versuchen. Die machen ja fast gar keinen Schaden mehr. Okay, vergiss es. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Shift 1. Karte. Also, wir haben hier noch Gebiete, wo wir noch nicht aufgedeckt haben. Da oben noch eins. Und ich glaube, in diesem Dachgipfel, wo das Vieh hier ist, da wird auf der anderen Seite die Tinte sein. Also auf der einen sind ja die Raben irgendwo hier. Und auf der anderen war auch noch so eine Nische. Aber ich glaube, ich teleportiere mich erstmal dahin, laufe hier durch und mache dann die beiden noch an. Und bin von da schneller einfach runter. Jo. Also oberes Tor. Und wir können Fröschli wieder anmachen für etwaige Fledermäuse. Nicht da lang. Da lang. Hopp. So, wir wollen runter. An den Synchron-Orks vorbei. So. Nicht Fröschli töten. Ah, die sind wieder so. Gastige, doofe Orks. Geronimo! Stopp. Oh. Sehr viele Flattermäuse. Was passiert eigentlich, wenn die Sachen runterfallen? Liegen sie noch auf der nächsten Ebene unten? Bin ich glatt versucht, mal auszuprobieren. Aber vorher würde ich gerne ein bisschen hier aufräumen, damit ich in Ruhe auf die Karte gucken kann. So, also links von uns müssen wir noch Licht machen. Das wäre dann hier. Ah, stimmt. Hier ist noch jede Menge, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Also nach links. Nach oben. Genau hier. Hier waren wir noch gar nicht. Schön. Langbogenpfeile bleiben hier. Die sollen nicht unser Inventar zumüllen. Stab der Lähmung. Oh, das klingt nach einer garstigen Sache. Ein Licht. Ah, jo. Ein blauer Skimitar. Skimitar ist aber nicht mehr so gut wie unser Sturmschwert. Hm? Nö. Nix. Nix. Yeah. Wollen wir versuchen, darüber zu springen? Gucken wir mal, wo wir ankommen. Ah, die hopp. Oh, bei einem Skorpion. Toll, dass du da runtergelaufen bist in die Giftbrühe, Ork. Das war echt schlau von dir. Flug. So, was war in der Tür drin? Oh, wir sollten uns mal
Schon wieder heilen. Fünf. Einmal heilen. Wow, 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 wow. Wie kommst du jetzt auf einmal hier hoch? Einmal, einmal. Okay. Also wir hätten gerne Trank der Giftreduktion. Flop. Wir hätten gerne noch einen Trank der Giftreduktion. Was sind die schlechten? Wir haben noch die ganz... Das bringt fast gar nichts. Wir haben ja noch die guten, das sind die da. Okay, dann mal ein bisschen altertümlich mit normalen Heiltränken. Jo, okay. Du. Das Ei ist zerbrochen und ein kleiner Drachenwelpe kam heraus. Dummkopf. Ich sagte nicht zerbrechen das Ei. Keine Belohnung für dich. Ja, ist okay. Hier waren jetzt nur die Pilze, ne? Ja. Das können wir also auch getrost ignorieren, die Ecke hier. Und weg. So. Stirb endlich. Wir sind schon... Gift weg. Gift weg. So. Aber warum waren hier links nicht alle Fackeln aufgedeckt? Oh, weil wir unten noch gar nicht lang sind. Hey. Stimmt. Und jetzt sollte man wieder F1 drücken. So. Fröschli oder Drache? Ich nehme mal Drache. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen sehr komischen Raum. Ach, hier gab es diese Aufdeckungsschriftrollen. Na gut. Wechseln zu Bogen. Oh, und weglaufen. Wechseln zu Schwert. Zurücklaufen. So. Guti. Hier schauen wir uns mal weiter um. Und dich auch noch an. Und fertig. Sehr schön. Oh, noch mehr Krähen. Der Drache ist ganz schön gut geworden im Zielschießen. Nee. Ring des Kriegers. Da. Ausrüsten. Hey, das ist ja ein neues Bowser-Tor. So, da ist noch einer. Genau. Ja, Münzen, Münzen, Münzen. Brauchen wir alles für Wiederbelebung von Haustieren. Oh. Nein. Okay. Muss alle Lichter anzünden. So, und hopp. Und hopp. Wieder mal nein. Oh, oh. Genau, mach die mal kaputt. Danke. Und grüne Essenz, sehr schön. Noch ein Stab der Verwandlung. Zip. Dich und dich und dich und dich. Da hinten ist die letzte Fackel. Das da. Und rote Essenz. Na gut. Kein Secret. Kein Secret. Und das untere Tor. Das ist eigentlich das Tor, was wir früher hätten finden sollen, ne? Oh, Dieb ist weg. Okay, also es geht von hier aus nur nach rechts zurück. Gehen wir da nochmal lang. Wenn haben wir noch irgendwo irgendwas Wichtiges übersehen. Aber demnächst sollten wir uns auch wieder zurück teleportieren, um uns zu heilen. Oh, oder? Wir wählen einfach ihn hier aus. Call. Dann kann er ein bisschen was abzwacken, Energie. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einen nach oben und einen nach links. Können wir so von hier? Oh. Nicht losstinkern. Da können wir nicht hoch, nein. Und wir sind gleich tot. Können wir dich vorher noch umbringen? Ohne. Nein, nein, ah. Sehr gut.
Also Gift mag ich absolut nicht. Wir sollten uns vielleicht mal einen Entgiftungszauber zulegen, aber dazu müssten wir Punkte in grüner Magie investieren. Wir haben zwar 4 Punkte, aber davon werde ich 3 wahrscheinlich für irgendeinen neuen Bogen ausgeben müssen. Oh, stimmt. Es gab den einen Kriegshändler, Waffenhändler, da gab es einen neuen Bogen. Und wir hatten noch nicht genug Punkte. Ja, das oder Tränke für bessere Tränke herstellen. Ja. Hier bin ich so oder so erstmal falsch. Da hoch, da hoch. Da rein. Ne, komm, ich nehme das andere. Ich habe keinen Bock, bei diesen Giftviechern vorbeizulaufen. So, und da laufen die bei Orks vorbei. Die sind berechenbarer. Ha. Und vergiften nicht. Wow, Top-Pflanze. Das sind ja 2. So. Oh, und gleich 2 Rubine. Außerdem droppen Orks mehr Beute als diese komischen Schaben. Zack, kaputt. Zack, kaputt. Ah, nein. Und wir sind wieder genau da, wo wir nicht hin wollten. Sehr schön. Kann die Kakerlake springen? Nee, kann sie nicht. Okay. Ja, wir müssen wieder nach oben. Ignorieren diesen komischen Stacheldingens da. Ignorieren 10.000 von Fledermäusen, die, wenn sie uns anstupsen, uns runterschmeißen. Ein Frosch ist tot. Und ich kann ihn nicht per Hotkey wiederbeleben. Frosch? Wiederbeleben. Oh, ich bin im Inventar gefangen. Und eine Fledermaus steckt in mir drin. So. Komm schon, lad dich auf, Fröschli. Sehr schön. Alle hopp. Alle hopp. So, wir müssen einfach nur von hier links rüberspringen. So. Und so. Und so. Und dann darüber, darüber und nach links. Das war das falsche links. Oh, Moment mal. Hier waren wir doch schon. Wir haben versucht, darüber zu springen, was nichts gebracht hatte. Also mache ich hier einfach mal die da. Da ist eine Leiter. Ich hab's echt mit diesen Leitern. Ja, da kannst du mich auch ruhig auslachen. So. Also wir gehen einfach die Leiter weiter. Töten alles Grünzeug, was wir sehen. Oder Gelbzeug. So. Aber da sehe ich auch noch eine Tür und nicht ein Schlüsselloch für die Tür. Könnte ein Problem werden. Oh, da kommen wir nicht hin. Das heißt, ich habe zwar eine Leiter übersehen, aber sie hat nichts gebracht. Das ist auch nicht schlecht. Gut, das heißt, das hier können wir knicken. Fehlt also echt nur noch ganz oben. Wir können immer unterwegs gucken, ob noch irgendwas auffällt. Oh, Fledermausflügel. Die lasse ich nicht einfach so liegen. Und unten müsste jetzt eigentlich noch ein Fledermausflügel liegen, weil einer runtergefallen ist. Tut er aber nicht. Das heißt, die Sachen fallen nicht über mehrere Ebenen. So, du, da, du, da. Noch mehr Fledermäuse. So. Jetzt sind wir genau da, wo wir auch sonst immer rauskommen mit den Orks. Also nichts wirklich Neues. Also Papier könnten wir oben noch eins finden, das ist sicher. Goldene Essenzen allerdings zu sammeln. Könnte schwieriger werden. Also vielleicht droppen die Jungs ja welche. Ansonsten müssen wir echt vor dem Endboss war noch... Was? Ah, Stufe 10. Vor dem Endboss war noch ein Raum mit diesen 3 Helmen. Da wurden auch recht viele goldene Essenzen gedroppt. Das könnten wir testen. Aber jetzt möchte ich erstmal was verkaufen. Und zwar dich und dich und
dich und dich und dich und dich und dich. So, dafür möchte ich kaufen. Bögen und Projektile. Oh, die brauchen ja Langbogenpfeile. Das ist ärgerlich. Zwei Pfeile auf einmal abfeuern. Benötigt er mehr Zeit zum Nachladen. 150 Schaden. Dafür weniger Geschwindigkeit. Ich weiß ja nicht. Ich kaufe lieber noch ein paar davon. So, Rüstung und Kleidung. Könnten wir uns das hier holen? Genug Punkte hätten wir. Kostet aber 290 Gold. Nö. Und die hier haben wir schon. Nö. Dann repariere doch mal unsere Rüstung und das reicht. Oh, warte mal, du kannst wieder irgendwas reparieren, was bei Stäbe aussah. Das da. 8 Ladung. Immer noch 8 Ladung. Hm. So, was hast du? Rezepte. Regeneration wäre interessant. Brauchstufe 7 in Tränken. Das kriegen wir hin. Tränke. So, das auf 10 und 10. Kaufen. Rezept. Regeneration. Steht, was wir brauchen? Nee. Rezeptbuch kopieren. Rezepte. Regenerationstrank. Brauch Satyrinnereien. Und wir brauchen einen Kochkessel. Okay. Shift 3. Kochkessel. Wir hätten gerne dich. Dich. Und. Hä? Oh, wir haben keine Fiolen mehr. Okay. Kannst du vielleicht mittlere Fiolen verkaufen? Nö. Oh, wir können hier Essenzen kaufen. 30 mal... Nee, 10 grüne Essenzen für 30 Gold. Das heißt, eine Heilung, 3 Gold. Das ist vertretbar. Nur haben wir da nicht mehr so viel Gold. Goldene Essenz. So, haben wir genug. So, grün haben wir jetzt auch wieder. Dafür sind wir pleite. Oh, wir wurden von einem Koch gesehen. Die Schmerzen, die Schmerzen. So. Was jetzt? Jetzt fehlt uns nur noch die Tinte und das Papier. Also porten uns erstmal hierher, speichern ab, machen einen kleinen Cut und suchen dann nachher oben im Turm weiter. Also bis gleich.